liebe Kolleginnen und Kollegen. Der russische Angriffskrieg der Ukraine hat uns vor eine neue Situation gestellt, und zwar nicht nur unser Land, die ganze Republik, ganz Europa, ja die ganze Welt. Ich gebe zu, es gibt viele offene Fragen und wenig Schablonen. Wir müssen vieles neu denken, vieles neu machen, gehen mehr ins Risiko. Vieles werden wir erst nachher besser wissen. Entscheidend ist, dass die Richtung stimmt und dass wir Fehler schnell korrigieren. Ich setze mich ja seit vielen Jahren für eine neue Fehlerkultur in der Wirtschaft ein. Jetzt allerspätestens in dieser Krise brauchen wir diese neue Fehlerkultur auch in der Politik. Meine Damen und Herren, der Zeitenbruch fordert viel von uns. Geld und Wohlstand. Von den Menschen in der Ukraine fordert er Unvorstellbares. Sie kämpfen um ihre Würde, ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit und Souveränität, für die Zukunft ihrer Kinder. Und sie kämpfen mit einer Tapferkeit, die uns tief beeindruckt. Die Menschen in der Ukraine kämpfen aber auch für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit. Und deshalb dürfen wir eines nicht vergessen: Wir zahlen für den russischen Angriffskrieg und die daraus resultierende Inflation in Euro. Die Ukrainer zahlen in Blut. So hat es die estnische Ministerpräsidentin Kallas auf den Punkt gebracht. Deshalb bitte ich Sie und alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, lassen Sie uns die Solidarität mit der Ukraine keinen Moment lang vergessen, auch wenn wir selbst vor großen Aufgaben und Problemen stehen. Zumal Putin und sein Regime nicht nur die Ukraine angreifen, sondern auch uns. Er dreht uns und unserer Wirtschaft das Gas ab, er verbreitet Lügen in den sozialen Netzwerken, er finanziert Rechtsradikale und Rechtspopulisten, er droht mit der Atombombe. Er will Chaos stiften, unsere Wirtschaft abwürgen, unsere Gesellschaft spalten und das vereinte Europa zerstören. Doch damit wird er keinen Erfolg haben, denn wir lassen uns nicht einschüchtern. Gemeinsam mit unseren Partnern halten wir die Sanktionen gegen Russland aufrecht und wir helfen der Ukraine, sich selbst zu verteidigen. Aber wir reagieren nicht nur in der Außenpolitik, sondern sorgen auch im Inneren dafür, dass wir durch diese Krise kommen. Wir haben im Land sehr früh reagiert und belastbare Krisenstrukturen geschaffen unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände. Wir waren die erste Landesregierung, die alle zentralen Akteure an einen Tisch geholt hat und auf einem Gipfel die Weichen für das Gassparen gestellt hat. Und wir haben gemeinsam mit vielen Partnern aus Wirtschaft, Kommunen und Gesellschaft eine Energiesparkampagne auf den Weg gebracht, die inzwischen Früchte trägt. Darüber hinaus setzen sich Bund und Länder auf eine gezielte Erweiterung des Energieangebots. Ja, über manche Frage wurde dabei heftig gestritten. Es kann auch in einer lebendigen Demokratie gar nicht anders sein, weil der Komplexität der Entscheidung wichtig ist. Der Bundeswirtschaftsminister hat in den letzten Monaten in einem Höllentempo alle notwendigen Schritte eingeleitet, damit wir gut durch den Winter kommen. Neue Lieferquellen und mehr Gasimporte, neue Flüssiggasterminals, die Reaktivierung von Kohlekraftwerken, der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und ein Fuel-Switch von Gas auf andere Brennstoffe. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Gasspeicher sind zu fast 100% gefüllt und die Gefahr einer Gasmangellage im Winter ist damit kleiner geworden. Das ist eine gewaltige Leistung, vor der ich großen Respekt habe. Deswegen werden wir die Bundesregierung weiter auf diesem Weg unterstützen.
vom Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Kanzler in der vergangenen Woche geht nun ein weiteres starkes Signal aus. Bund und Länder helfen all jenen mit dem dritten, ich wiederhole, mit dem dritten Entlastungspaket, die sich nicht selbst helfen können, und setzen zugleich einen starken Anreiz zum Energiesparen. Denn nur wenn wir solidarisch sind und sparen, kommen wir gut durch den Winter. Sparmaßnahmen alleine reichen aber nicht, solidarische Hilfen alleine reichen auch nicht. Wir brauchen eben beides zusammen. Und deshalb macht es Mut, dass die Menschen und die Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten kräftig Gas eingespart haben. Herzlichen Dank dafür. Damit haben sie Verantwortung für das Ganze übernommen und leisten einen wichtigen Beitrag für unser Gemeinwesen und gegen diese schwere Krise. Nun zu den Beschlüssen, die wir bei der Ministerkonferenz mit dem Kanzler vergangene Woche gefasst haben. Der wirtschaftliche Abwehrschirm entlastet die Bürgerinnen und Bürger und die Umwelt und die Unternehmen mit bis zu 200 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen Zufallsgewinne von Öl-, Gas- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien abgeschöpft werden. Auf dieser Basis werden Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme eingeführt. Die Strompreisbremse soll ab dem 1. Januar 2023 gelten, die Gaspreisbremse für größere Unternehmen ebenfalls. Es wird angestrebt, dass die Gas- und Wärmepreisbremse für Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen rückwirkend zum 1. Februar 2023 kommt. Hier ist der Bund uns Ländern ein weites Stück entgegengekommen. Es ist eine gute Nachricht für die vielen Millionen privaten Gaskunden und die kleinen Firmen, die ursprünglich erst im März von der Gaspreisbremse profitieren sollten. Zur Überbrückung übernimmt der Staat zudem den Dezemberabschlag für Gas und Wärme. Dabei ist wichtig, dass die Preisbremse nicht den gesamten aktuellen Verbrauch betreffen, so bleibt ein Anreiz zum Energiesparen. Heizkostenzuschüsse zum Wohngeld ab dem 1. Januar, Hilfen für Kultureinrichtungen, Härtefallmittel für Krankenhäuser, Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen, Härtefallmittel für Personen, die vom Preisanstieg anderer Heizmittel finanziell stark überfordert sind, sowie Liquiditätshilfen für unsere Stadtwerke. Bei der Gaspreisbremse kommt eine Gerechtigkeitskomponente dazu. Wer über ein höheres Einkommen verfügt und den Solidaritätszuschlag bezahlt, muss die Unterstützung aus der Gaspreisbremse versteuern. Neben dem Abwehrschirm haben wir uns mit dem Bund auf eine gemeinsame Finanzierung des Entlastungspakets 3 verständigt. Es hat einen Umfang von gut 65 Milliarden Euro und mildert viele Härten für die Menschen im Land ab, so etwa durch die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas, Einmalzahlungen an Rentner und Studierende, die Wohngeldreform, ich will noch mal sagen, der ist eine Ausweitung des Empfängerkreises um das fast Fünffache, eine, glaube ich, ganz wichtige soziale Maßnahme. Allerdings muss ich das Land daran zur Hälfte beteiligen. Das möchte ich sagen, das wird uns strukturell auch belasten. Die Erhöhung von Kinderzuschlag und Kindergeld oder den Abbau der kalten Progression, wodurch der Staat seine Inflationsgewinne zurückgibt. Bei dem Entlastungspaket gehen wir Länder richtig tief mit in die finanzielle Verantwortung. Die Hilfen kosten uns als Land und die Kommunen in Baden-Württemberg bis 2024 4,8 Milliarden Euro. Das ist schon eine gewaltige Dimension und es geht an die Grenze dessen, was wir leisten können. Dennoch ist es richtig und wichtig, denn wir müssen den Menschen und Unternehmen in dieser tiefen Krise beistehen.
Gleichwohl möchte ich nicht verhehlen, dass es beim Bund-Länder-Treffen auch Beschlüsse gab, die mir auch Sorgen machen. So bin ich mit der Verteilung der Flüchtlingskosten nicht zufrieden. Man muss sich nur die aktuelle Lage in Baden-Württemberg vor Augen führen. Wir haben in einer großen Gemeinschaftsleistung von Land, Kommunen und vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern rund 137.000 Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht. Eine wirklich großartige Leistung. Ich möchte allen danken, die dazu beigetragen haben. Dazu kommen noch einmal rund 22.000 Flüchtlinge aus anderen Staaten. Das sind 1,5-mal so viele Geflüchtete wie im Jahr 2015. Viele Kommunen sind am Rande ihrer Leistungsfähigkeit und dieser schwierigen Lage werden die Finanzzusagen des Bundes bei weitem nicht gerecht. Denn Land und Kommunen bleiben auf einen Großteil der gestiegenen Kosten sitzen. Beispiel Flüchtlinge aus der Ukraine. Hier sollen Land und Kommunen über 3/4 der Gesamtkosten für 2022 und 2023 tragen. 3/4 von rund 2,3 Milliarden Euro. Und auch für Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern will der Bund deutlich weniger zahlen. Wir werden Ostern 2023, also Bund und Länder, über die weitere Entwicklung sprechen. Es ist also in dieser Sprechklausel vereinbart. Ich prognostiziere aber schon heute, die Zusagen des Bundes werden sich als unzureichend erweisen. Er kann dabei nicht stehen bleiben und muss mehr Verantwortung übernehmen. Auch beim öffentlichen Nahverkehr müssen wir mit deutlich weniger Geld vom Bund klarkommen, als notwendig wäre. Das Deutschland-Ticket ist zwar erstmal ein Fortschritt, es lichtet den Tarifdschungel im ÖPNV und ist gerade für Pendler ein attraktives Angebot, aber es ist mehr als fraglich, ob die höheren Regionalisierungsmittel des Bundes auch ausreichen. Und ich will noch mal darauf hinweisen, auf Ihre Einwendungen gestern, dazu ist der Bund verpflichtet. Das ist ein Ausfluss des Artikels 106 des Grundgesetzes und ganz klar ein Ausfluss der damaligen Bahnreformen. Das sind also Mittel, die uns zustehen. Darauf möchte ich noch mal großen Wert legen. Das ist ja klar, wenn jetzt viele Menschen das neue Ticket nutzen und wir die größere Nachfrage nachher nicht befriedigen können mit Bussen und Bahnen oder gar welche abbestellen müssen, weil das Geld nicht reicht, dann haben wir ja wohl ein echtes Problem. In zwei Jahren ziehen Bund und Länder Bilanz und da werden wir dann genau hinsehen und den Bund nicht aus seiner Verantwortung lassen. Trotz dieser kritischen Punkte habe ich dem Bund-Länder-Beschluss aus voller Überzeugung zugestimmt, denn zum einen ist ein breiter politischer Konsens in der Krise ein sehr, sehr hohes Gut und zum anderen ist das Entlastungspaket, auf das wir uns verständigt haben, selbstverständlich insgesamt zum Wohle unseres Landes. Es hat eine gewaltige Wucht. Das sieht man ja schon daran, dass sich andere europäische Staaten darüber beschweren. Und ich finde, wir dürfen dankbar sein, dass wir solch ein starkes Land sind, mit solch engagierten Bürgern, solch einer innovativen Wirtschaft, dass wir uns sowas auch leisten können, auch durch eine insgesamt doch solide Haushaltspolitik. Also das Paket lässt niemand im Stich und es wird auch mit Sicherheit eine größere Insolvenzwelle verhindern. Darüber hinaus übernimmt meine Landesregierung weitere Verantwortung und wird eigene Hilfsprogramme auflegen. Wir treffen umfassend Vorsorge für die absehbaren Haushaltsrisiken und planen dafür im Doppelhaushalt eine Rücklage von
über 2,5 Milliarden Euro ein. Ich will noch mal darauf hinweisen, was der Finanzminister gesagt hat. Hier geht es nicht um wenige Wochen oder Monate. Wir brauchen schon einen längeren Atem, mindestens über 2 Jahre hinweg. Und deswegen sind diese hohen Rücklagen nicht nur notwendig und gerechtfertigt, sie sind auch ein Prinzip von Weitsicht. Das möchte ich mal sagen. Ich bin dem Finanzminister dankbar, dass er das so eingeleitet hat. Also die Bürger und die Unternehmen im Land können sich auf uns verlassen. Wir lassen niemanden im Regen stehen, wenn unsere Hilfe gebraucht wird. Also deswegen haben wir auch immer gesagt, wenn es bedrohliche Lücken gibt in den Bundeshilfen, dann werden wir diese stopfen und den Betroffenen unter die Arme greifen. Die erste Lücke, die wir identifiziert haben, ist die Winterlücke zwischen dem Dezemberabschlag und der Energiepreisbremse. Der Staat übernimmt ja für alle Gaskunden die Abschlagszahlung im Dezember. Die Energiepreisbremsen greifen für kleine und mittlere Unternehmen aber erst im Februar oder März, andere Bundeshilfen noch später. Gleichzeitig brennt vielen Unternehmen und Handwerksbetrieben aus dem Mittelstand schon jetzt der Kittel. Dabei geht es vor allem um die kurzfristige Sicherung von Liquidität. Um diesen Betrieben gezielt zu helfen, legen wir unter Hochdruck ein Liquiditätsprogramm auf. Es umfasst 2 Komponenten. Erstens ein zinsverbilligtes Darlehen mit einem Zinssatz von 2,1% statt 4%. Zweitens ein zinsverbilligter Liquiditätskredit plus einen zusätzlichen Tilgungszuschuss obendrauf. Diese Instrumente bringen wir sehr schnell an den Start. Noch im Dezember können Anträge gestellt werden und die Gelder stehen spätestens ab dem 1. Januar 2023 zur Auszahlung bereit. Damit bauen wir eine verlässliche Brücke zwischen Dezemberabschlag und den weiteren Hilfen des Bundes. Ich will noch mal darauf hinweisen, Herr Fraktionsvorsitzender Storch, kein anderes Land macht etwas anderes. Auch aus den anderen Ländern, die das angekündigt haben, ist selbstverständlich noch kein einziger Euro abgeflossen. Und es ist einfach ein Gebot der praktischen Vernunft, dass man Landesprogramme abgestimmt mit Bundesprogrammen macht. Und so gehen alle Länder vor und wir auch. Das sieht man deutlich am nächsten Punkt, neben gemeinsamen Härtefallprogramm, mit dem der Bund für besonderes Geld zur Verfügung stellt für besonders betroffene kleine und mittlere Unternehmen. Die Wirtschaftsminister von Bund und Ländern werden hierzu bis zum 1. Dezember ein Konzept vorlegen. Also auch das ist im Gang und die Länder werden diese Programme designen und umsetzen. Und es ist natürlich sinnvoll, dass sie das im Geleitzug machen und nicht jedes Land was völlig anderes macht, sondern zugeschnitten auf die Bedürfnisse seiner Wirtschaft und seiner Einrichtungen solch ein Härtefallprogramm auflegt. Außerdem richten wir unser Bürgschaftsprogramm neu aus. Damit unterstützen wir unsere Unternehmen in den kommenden 2 Jahren mit Bürgschaften in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. Zum Dritten unterstützen wir als Landesregierung das Handwerk und kleinere Unternehmen mit einem Beratungsangebot zur Energiekostenentlastung. Das Programm startet im Dezember. Als 4. Baustein legen wir auf einen Sondertopf für die soziale Infrastruktur auf. Damit stärken wir die wichtige Arbeit der Familienhilfe und Jugendhilfe in dieser schwierigen Zeit und stellen dafür 30 Millionen Euro zur Verfügung. Sie sehen also, wir handeln schnell, jedenfalls so schnell es geht. Wir handeln gezielt und wir handeln so, dass denen geholfen wird, die Hilfe brauchen. Und wir handeln
abgestimmt mit dem Bund. Alles andere wäre nicht richtig. Auf die ökonomische Herausforderung, also wir werden es in der Krise auch weiter so handhaben. Deswegen sind die Rücklagen da, dass wir jederzeit auch neu reagieren können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei einer solchen Krise liegt der Fokus natürlich erstmal auf schnellen Hilfen und kurzfristigen Maßnahmen. Dadurch verhindern wir akute wirtschaftliche und soziale Notlagen. Das ist die dringende Aufgabe und die nehmen wir sehr ernst. Wir müssen den Blick aber auch auf die längerfristigen Lösungen richten, also auf das Wichtige. Ich habe in meiner ersten Regierungserklärung zum Angriffskrieg Russlands von einem Zeitenbruch gesprochen. Bundespräsident Steinmeier sprach kürzlich von einem Epochenbruch und dass nun für uns eine Epoche im Gegenwind beginnt. Auf diese neue Epoche mit ihrer Vielzahl von Herausforderungen muss sich unser Land langfristig einstellen. Auf die geopolitische Herausforderung mit dem aktuellen Krieg als Auslöser, aber auch auf den sich zuspitzenden Konflikt zwischen China und den USA. Auf die autoritäre Herausforderung mit einem Angriff auf unsere Demokratie und unseren Zusammenhalt von innen und außen. Auf die ökonomische Herausforderung mit den 3D, Digitalisierung, Dekarbonisierung und disruptive Geschäftsmodelle. Und auf die ökologische Herausforderung mit der Klimakrise und dem Artensterben, der wohl größten Aufgabe, mit der wir als Menschheit je konfrontiert waren. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen, wie sorgen wir dafür, dass unsere Kinder und Enkel auch in Zukunft gut in unserem Land leben können. Und um das zu ermöglichen, müssen wir heute in der Krise nicht nur das Dringende tun, sondern eben auch das Wichtige angehen. Und das Wichtige heißt zuallererst, wir müssen unsere Wirtschaft und unsere Energieerzeugung dekarbonisieren, um die Klimaerhitzung zu stoppen, um die Freiheit der kommenden Generation zu schützen und um unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. Aber eben auch, und das macht der russische Überfall auf die Ukraine deutlich, um unsere Sicherheit und Unabhängigkeit zu garantieren und damit Energie künftig für alle bezahlbar bleibt. Dafür ist der Ausbau der erneuerbaren Energien eine Art Generalschlüssel. Erneuerbare Energien sind heute eben nicht mehr nur Klimaenergien und Wohlstandsenergien, sie sind jetzt auch Sicherheitsenergien und Freiheitsenergien. Und deswegen machen wir noch sehr viel mehr Tempo. Als Klimaleugner stellt man sich natürlich außerhalb solch einer Debatte. Und deshalb machen wir nun noch sehr viel mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Ausbau der Netze, bei Zukunftstechnologien wie grünem Wasserstoff, Brennstoffzellen oder intelligenten Stromnetzen. Wir stellen die entscheidenden Weichen für die Erneuerbaren. Das Klimaschutz-Sofortprogramm haben wir bereits umgesetzt. 2% der Landesfläche werden für Windräder und Freiflächenphotovoltaik reserviert. Wir haben eine Vergabeoffensive für Windkraftanlagen im Staatswald gestartet und wir haben das Jahreskontingent für Freiflächenphotovoltaik verfünffacht. Und auch bei der Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Windkraft kommt unsere Taskforce im Land richtig gut voran. Ich denke an die Digitalisierung der Genehmigungsverfahren, die Öffnung der Landschaftsschutzgebiete, Grünzüge und Wasserschutzgebiete für erneuerbare Energien, die Ermittlung von Flächen für Photovoltaik entlang von Straßen oder die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens. Zusammengerechnet erreichen wir so ab dem kommenden Frühjahr einen Beschleunigungseffekt von 2,5 bis 3 Jahren. Das ist ein gewaltiger Fortschritt und die Taskforce arbeitet ja noch weiter.
Zudem erneuern wir gerade zum zweiten Mal seit der Landtagswahl unser Klimaschutzgesetz und machen das ehrgeizigste Klimaschutzgesetz der Republik noch ehrgeiziger. Wir verankern verbindliche CO2-Einsparziele in allen Sektoren. Alle landeseigenen Gebäude müssen bis 2030 eine Solaranlage auf dem Dach haben. Und wir führen einen Klimavorbehalt für alle Förderprogramme ein. Bereits im letzten Jahr haben wir eine Solarnachpflicht für alle Neubauten und für bestehende Gebäude bei grundlegenden Dachsanierungen beschlossen. So entstehen jetzt Jahr für Jahr über 60.000 Solardächer im Land. Das kann sich sehen lassen, ist aber auch noch mehr drin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vorhin den Ausbau der erneuerbaren Energien als Generalschlüssel für die Zukunft bezeichnet, und das ist richtig. Es gibt aber auch ein paar Türen, wo dieser Schlüssel jedenfalls nicht direkt funktioniert. Wichtige industrielle Prozesse, der Flug- und Schiffsverkehr oder der Schwerlastverkehr, kommen mit erneuerbarem Strom oder erneuerbarer Wärme nicht aus. Dafür brauchen wir einen anderen Energieträger, Wasserstoff. Und deshalb hat sich die Landesregierung entschlossen auf den Weg gemacht, um Baden-Württemberg zur ersten Adresse der Wasserstoffwirtschaft zu machen. Mit unserer Wasserstoff-Roadmap, mit einer Wasserstoffplattform, die ein gemeinsames Dach für alle Dimensionen der Förderung bietet, für Produktion, Infrastruktur und Anwendung. Und mit der Ansiedlung von Cellcentric, einer Brennstoffzellenfabrik von Daimler Trucks und Volvo, kann das Land in diesem umkämpften Zukunftsmarkt einen wichtigen Erfolg vermelden. Er hat allerdings des großen Einsatzes vieler bedurft, um das hinbekommen, aber wir sind sehr glücklich darüber. Daneben brauchen wir grünen Wasserstoff natürlich auch als Energieträger, denn der Süden ist das industrielle Herz Deutschlands und das soll weiter kräftig schlagen. Aus diesem Grund haben wir im Sommer eine Wasserstoffallianz mit Bayern gegründet. So werden wir die Verfügbarkeit von Wasserstoff im Süden sichern, unsere Länder bestmöglich in das deutsche und europäische Wasserstoffnetz einbinden und mit einer eigenen Taskforce gemeinsame Forschungsprojekte initiieren. Ich komme zum Thema Innovation, dem zweiten Punkt unserer Agenda. Genauer gesagt, gezielte Investitionen, Innovationen in die entscheidenden technologischen Zukunftsfelder, in Green Tech, smarte Produktion, Life Sciences, künstliche Intelligenz und Quantentechnik. Denn rund um diese Zukunftsthemen entsteht gerade eine neue Welt, die Wirtschaft der Zukunft, die Arbeitsplätze der Zukunft und die Forschungszentren und Fabriken der Zukunft. Darüber hinaus sind Investitionen in diese Zukunftsfelder die beste Krisenvorsorge überhaupt. Deshalb starten wir eine Reihe neuer Initiativen und Projekte. Wir setzen eine neue Ansiedlungsstrategie auf, damit es innovative Unternehmen so leicht wie möglich haben, sich bei uns in Baden-Württemberg niederzulassen. Dafür bauen wir Baden-Württemberg international zur One-Stop-Agency aus. Wir vernetzen sie mit allen relevanten Akteuren im Land und setzen eine Datenbank für alle verfügbaren Flächen auf. So schaffen wir die Grundlage für hochinnovative Neuansiedlungen. Im Bereich der smarten Produktion errichten wir mit dem Smart Production Park unter Führung des Cyberforums in Karlsruhe einen neuen Leuchtturm. Dabei geht es um die Schnittstelle von Digitalisierung und Produktion, um Industrie 4.0, um E-Commerce und hochinnovative Start-ups. Im Bereich der künstlichen Intelligenz setzen wir neben dem Cyber Valley mit dem Innovationspark KI in Heilbronn ein neues großes Ausrufezeichen und machen Baden-Württemberg endgültig zum KI-Spitzenreiter in Europa.
Gesundheitswirtschaft bauen wir weiter zu einem starken wirtschaftlichen Standbein des Landes aus. Dafür schaffen wir im Bereich der Lebens- und Gesundheitswissenschaften nach dem Vorbild des Cyber Valley einen neuen Innovationsmotor, den Innovationscampus Health and Life Sciences. Er bündelt die gesamte Power und Exzellenz von Wissenschaft und Wirtschaft in der Rhein-Neckar-Region und wird zum neuen Kern eines strahlkräftigen Ökosystems der Lebenswissenschaften. Zudem bauen wir unsere europaweite Spitzenposition als Quantenland aus, denn die Quantentechnologie hat gigantische Anwendungsmöglichkeiten, neue Materialien, eine neue Chemie, eine neue Medizin, neue Medikamente und nicht zuletzt ein Durchbruch in der künstlichen Intelligenz. All das rückt mit der Quantentechnik in greifbare Nähe. Ist allerdings auch ökologisch wichtig, nicht? Weil wir alle wissen, dass das Internet heute einen Energieverbrauch hat, der schon so groß ist wie der gesamte Flugverkehr. Deshalb bündeln wir unsere Kräfte, vernetzen unsere Top-Forschungsstandorte Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart, Tübingen und Ulm gemeinsam. Damit werden wir Weltspitze im Bereich der Quantenforschung. Bei all diesen Forschungsvorhaben spielen Start-ups eine wichtige Rolle. Baden-Württemberg ist schon heute neben Berlin und Bayern einer der drei stärksten Start-up-Standorte Deutschlands. In den Acceleratoren, unseren Olympiastützpunkten sozusagen für Start-ups, setzen wir gezielt auf den Zukunftsbereich Green Tech, erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft. Denn wir wissen, gerade hier brauchen wir die disruptive Kraft der Start-ups. Darüber hinaus treiben wir Innovation mit unseren Strategiedialogen voran, mit einem Format, das entscheidende Vorteile hat. Sie bringen alle relevanten Akteure zusammen, bündeln die Kräfte von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und sie begegnen den Herausforderungen auf Augenhöhe, anstatt den Problemen hinterher zu rennen, sind auf Umsetzung angelegt und werden an konkreten Projekten und Zielen gemessen. Deshalb sind sie ein zentraler Innovationsmotor in unserem Land und deshalb wollen wir sie im anstehenden Doppelhaushalt auch stärken. Gestartet sind wir mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft, mit dem wir den Transformationsprozess der Automobilwirtschaft aktiv unterstützen. In diesem Rahmen haben wir inzwischen 300 Millionen Euro in die Zukunft der Mobilität investiert und der Bund hat dieses Format inzwischen erfreulicherweise kopiert. Das wünschen sich die Beteiligten auch vom Forum Gesundheitsstandort, mit dem wir uns wirtschaftlich breiter aufstellen. Gerade setzen wir eine Roadmap zur Nutzung von Gesundheitsdaten um. Damit bringen wir die digitale, personalisierte Medizin voran. Hinzu kommt nun der Strategiedialog zu bezahlbaren Wohnen und innovativen Bauen, der im Juni gestartet ist und der zur Landwirtschaft, der im September gestartet ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Innovation setzt mehr voraus als gute Ideen oder ein kluges Geschäftsmodell. Innovation braucht auch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entwickeln, tüfteln und produzieren und so dafür sorgen, dass auch einer guten Idee auch ein gutes Produkt wird. Und das setzt in Zeiten der Digitalisierung, der Transformation, des Strukturwandels eine umfassende und aktive Weiterbildungspolitik voraus. Denn unsere Arbeitswelt verändert sich rasant. Baden-Württemberg hat deshalb im letzten Jahr als erstes Land überhaupt eine ressortübergreifende Weiterbildungsoffensive gestartet. Die beste Weiterbildungsoffensive der Republik. Auf Initiative des Staatsministeriums bündeln das Wirtschafts-, das Wissenschafts- und das Kultusministerium ihre Kräfte und setzen miteinander verzahnte Maßnahmenpakete um. Dafür investieren wir bis Ende 2024 insgesamt 40 Millionen Euro. Das ist vorausschauende Politik,
denn wir bereiten damit unsere Beschäftigten gut auf die Zukunft vor. Wir befähigen sie, mit den Veränderungen der Zeit umzugehen, und so legen wir die Grundlage für den Wohlstand von morgen. Das, meine Damen und Herren, hat viel mit Resilienz zu tun. Damit komme ich zum dritten Punkt unserer Agenda, der Stärkung der Widerstandsfähigkeit unseres Landes. In den letzten 30 Jahren haben wir uns darauf verlassen, dass wir billiges Gas aus Russland bekommen, mit dem unsere Industrie hochwertige Güter herstellt. Wir hatten weitgehend freien Zugang zu den wichtigsten Märkten, und die Vereinigten Staaten haben für unsere Sicherheit gesorgt, quasi zum Nulltarif. Wir müssen nun damit umgehen, dass diese Zeit vorbei ist. Es zeichnet sich ab, dass die Weltordnung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten neu ausgekämpft wird und dass die Klimaerhitzung weitere Krisen verursachen wird. Das verlangt deutliche Korrekturen. Zur Energie habe ich ja bereits gesprochen. Um unsere Verteidigung zu stärken, hat der Bund 100 Milliarden Euro Sondervermögen beschlossen. Ein richtiger und wichtiger Schritt. Und auch was unsere Handelsbeziehungen angeht, müssen wir nun eine Neujustierung vornehmen. Keine 180-Grad-Wendung, aber eine Neujustierung. Das ist mir wichtig. Das Beispiel Russland lehrt uns, wie gefährlich die Abhängigkeit von autoritären Staaten ist. Dafür müssen wir Vorsorge treffen, bevor dieser Fall eintritt, also jetzt. Darüber hinaus müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ein Land wie China seine Wirtschaftspolitik immer weniger am Freihandel und immer mehr an der Geopolitik ausrichtet. Das heißt nicht, dass China als Handelspartner ausfällt. Der chinesische Markt wird auch in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen. Aber es heißt, dass wir uns auf eine andere Gangart einstellen müssen. Was bedeutet das konkret? Ich sehe hier drei vorrangige strategische Ziele. Erstens die europäische Zusammenarbeit verstärken, damit die EU als starker Player in technologischen Schlüsselbranchen auftreten kann. Zweitens den Freihandel mit demokratischen Staaten stärken und drittens bestehende Partnerschaften im asiatischen Raum stärken und neue Partnerschaften ausbauen. Denn all dies trägt zur Diversifikation unserer Handelsbeziehungen bei und sichert uns gegen geopolitische Risiken ab. Sehr geehrte Damen und Herren, Deutschland hat nur als Teil des vereinten Europa eine Chance, global mitzuspielen. Deshalb ist es entscheidend, dass die EU ihre technologische Zusammenarbeit verstärkt. Nur dann haben wir die nötige Schwungmasse, um in den Schlüsselbranchen ganz vorne mit dabei zu sein. Nur dann haben wir die Marktmacht, um die entscheidenden Standards zu setzen. Hier ist die EU mit den IPCEI-Projekten auf dem richtigen Weg, von denen auch viele Unternehmen in Baden-Württemberg profitieren. Wir müssen aber auch an sensible Branchen denken, etwa den Mobilfunk, an die pharmazeutische Industrie und die Medizintechnik oder an Antibiotika, die wir ja fast vollständig importieren müssen. Europa muss resilienter werden und bei wichtigen Technologien den Anschluss an die Weltspitze schaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Baden-Württemberg hat eine starke, mittelständisch geprägte Industrie. Deshalb ist es in unserem vitalen Interesse, den Freihandel zu fördern. Ich denke dabei gerade auch an die USA, unseren wichtigsten Handelspartner. Nach dem Scheitern von TTIP wäre es an der Zeit, einen neuen Anlauf zu unternehmen. Ich denke an Kanada, wo nun endlich mit der Ratifizierung von CETA gerechnet werden kann. Und ich denke an das EU-Mercosur-Abkommen mit den Staaten Südamerikas. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat hier die Tür wieder ein Stück weit geöffnet. Das müssen wir nutzen. Ich denke aber auch an den asiatischen Raum mit wirtschaftlich starken Ländern wie den ASEAN-Staaten, Japan und Südkorea oder aufstrebende Staaten wie Indien. Ich weiß, dass es bei Freihandelskommen immer wieder Bedenken mit Blick auf ökologische und soziale Standards gibt. Diese Bedenken
müssen wir ernst nehmen. Aber ich sage auch hier ganz deutlich, wir müssen auch kompromissbereit sein. Gerade wenn es um Abkommen mit demokratischen Staaten geht. Denn ein Kompromiss mit einem demokratischen Staat ist deutlich besser als die Abhängigkeit von einem autoritären Staat. Die neue Epoche stellt aber auch Anforderungen an den Staat. Wir brauchen starke, verlässliche öffentliche Institutionen, die Halt geben in Zeiten des Gegenwinds. Der Staat muss aber auch schneller und effektiver werden, damit wir auf Augenhöhe mit den Herausforderungen der Zeit bleiben. Das heißt, wir brauchen eine moderne Verwaltung. Wir müssen übertriebene bürokratische Fesseln abstreifen und uns am Prinzip der Einfachheit orientieren. Und wir brauchen weniger Verhinderungskultur und mehr Ermöglichungskultur. Herr Ministerpräsident, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Herrn Dr. Schweikert aus der FDP-Fraktion zu oder nicht? Bitte. Herr Ministerpräsident, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage und insbesondere auch für das klare Commitment Richtung Freihandel. Hier hätte ich eine Frage an Sie. Was darf ich denn dann von der Landesregierung als Initiativen, wenn Sie sagen, das muss ausgebaut werden, können wir ja nicht nur die Unternehmen allein lassen, da müssen ja auch irgendwelche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Was sind denn Ihre Vorstellungen, um von Seiten der Landesregierung dann diese internationalen Freihandelsaktivitäten zu unterstützen? Ja, wir haben gerade eine USA-Reise gemacht. Wir verstärken dort die Partnerschaften und haben erreicht, dass zum Beispiel Kalifornien jetzt hier eine wirtschaftspolitische Dépendance macht. Wir haben ja schon länger eine in Kalifornien. Das sind genau die Dinge, die wir bei diesen Reisen in diese Länder angehen, um sowas zu forcieren, auch Bündnisse auf regionaler Ebene zu schließen, wie es mit der Under-Two-Coalition gemacht haben und diese Initiativen natürlich auch in Europa und beim Bund zu adressieren. Nicht? Bitte? Ja, ich meine, wenn Sie zu Handelsabkommen kommen wollen, die auch Mehrheiten finden und akzeptiert werden in der Bevölkerung, dann müssen Sie ja klären, um was es geht. Und das ist der Sinn solcher Reisen und Veranstaltungen, die machen wir jetzt nicht zum Spaß, weil der Spaß solcher Reisen ist überschaubar, sondern die machen wir gerade, um so etwas vorbereiten, uns Kenntnisse darüber zu schaffen, schauen, was andere Länder machen, was ihre Initiativen sind. Deswegen haben wir zum Beispiel Pittsburgh besucht, eine Stadt, die den Strukturwandel erfolgreich gemeistert hat, jetzt ein wichtiger Gesundheitsstandort ist. Da können Sie deutlich machen, was mit KI los ist. Dann können Sie aber auch feststellen in verschiedenen Runden, nach welchen Kriterien und Werten werden dort solche Programme gemacht. Und darauf kommt es doch letztlich an. Wir gewinnen doch nur die Zustimmung unserer Bevölkerung, wenn auch die Grundlage unseres Wertekanons stimmt bei solchen Abkommen, sonst entsteht eben massiver Widerstand. Das können Sie etwa bei Mercosur-Abkommen, das ja mal geplant wird, sehen, wie es da massiven Widerstand zum Beispiel in der Bauernschaft geht. Also ist es doch dienlich, wenn man nach Brasilien reist, sich dort informiert, sich mit denen austauscht und weiß, worum es eigentlich geht, mit ihnen ins Gespräch kommt, im Dialog, was unsere Ansprüche sind, was ihre sind. Anders findet sowas ja nicht statt. Denn klar ist ja, Außenpolitik machen ja nicht wir, wir machen das in diesem Bereich der Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, um solche Dinge vorzubereiten und nachher aber auch sprechfähig zu sein. Schließlich müssen wir ja am Ende im Bundesrat solchen Abkommen zustimmen oder sie ablehnen. Und deswegen muss man selber auch gut informiert sein. Und ich kann ja auch in der EU nur dann wirkungsvoll
zugange sein, wenn ich eine Ahnung habe, was in der Welt sich abspielt. Reisen bildet, wenn man es richtig macht. Also, wir dürfen bei der Frage der Entbürokratisierung zwei Fehler nicht machen. Wir dürfen weder besinnungslos deregulieren, nicht, was dann Großkrisen auslösen kann. Wir haben es an der Finanzmarktkrise gesehen, aber auch nicht überregulieren, nicht, um den Staat zum Schluss überfordern und schwächen. In diesem Sinne gebe ich den Startschuss zu einer grundlegenden Verwaltungsmodernisierung in Baden-Württemberg. Ich habe den Chef der Staatskanzlei zum Koordinator der Landesregierung für die Modernisierung der Verwaltung, Bürokratieabbau und eine bessere Rechtsetzung gemacht, eine Koordinierungsstelle im Staatsministerium geschaffen und einen Ausschuss der Amtschefs aller Ressorts ins Leben gerufen. Wir erarbeiten einen Masterplan für die Transformation der Verwaltung. Eine erste Version werden wir schon Ende des Jahres veröffentlichen. Der Masterplan hat drei Säulen. Erstens eine klare Orientierung an den Bürgerinnen und Bürgern. Zweitens die Verwaltungskultur fit machen für das digitale Zeitalter. Drittens moderne Führung und zeitgemäßes Personalmanagement. Das bilden wir auch im kommenden Doppelhaushalt ab. Für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung sind 250 Millionen Euro vorgesehen, also ein großes Paket, um diesem Ziel näher zu kommen. Will ich noch mal sagen, dass sich jetzt durch die Taskforce in erneuerbare Energien, wo ich mich ja fast jede Woche mit diesen Fragen beschäftige, nun auch einen sehr diffizilen Einblick bekommen habe in das ganze Verwaltungshandeln, und ich will es einfach so zusammenfassen. Wenn wir nicht entbürokratisieren bei allem, was nicht wirklich notwendig ist, wird der Standort Deutschland ins Hintertreffen geraten. So können wir nicht weitermachen. Wir müssen dieses Land wieder besser und schneller handlungsfähig und wettbewerbsfähig machen gegenüber anderen Nationen in der Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum fünften Punkt unserer Agenda. Zusammenhalt schaffen in Zeiten von Krise und stürmischer Veränderung. Das ist keine leichte Aufgabe. Unsere Gesellschaft war bereits vor 2 Jahren durch die Pandemie wundgerieben, als der Krieg im Februar nach Europa kam und mit ihm eine große Zahl von Geflüchteten, eine massive Inflation, explodierende Energiepreise und die Gefahr einer tiefen Wirtschaftskrise. Deshalb ist es ja so wichtig, dass Bund und Länder gemeinsam so umfassende Entlastungspakete geschnürt haben. Sie sind notwendig, damit wir auch durch diese Krise kommen, ohne dass es unsere Gesellschaft auseinandertreibt. Auch Entlastungspakete allein reichen nicht aus. Wir müssen alle Ressourcen mobilisieren, und unsere wichtigsten Ressourcen in dieser Krise sind nicht Gasspeicher, Pipelines oder LNG-Terminals. Unsere wichtigste Ressource sind die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wir brauchen ihr Engagement. Wir brauchen ihr Engagement, ihren Gemeinsinn, ihren Durchhaltewillen, um diese Krise zu stemmen und zu meistern. Das verlangt von uns als politischen Verantwortlichen, dass wir ehrlich sind, Zumutung benennen und die Lage nicht beschönigen. Und das heißt aber auch, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe auch etwas zutrauen, aber auch ihre Verantwortung einfordern. Die Botschaft lautet also nicht nur, wir kümmern uns. Das tun wir natürlich auch. Sie lautet auch, wir brauchen euch.
Wir dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht unterschätzen. Sie sind stärker und klarer, als viele immer meinen. Das zeigt auch die breite Zustimmung der Bevölkerung zur Unterstützung der Ukraine. Die Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und ja, wenn es sein muss, auch Opfer zu bringen. Und genau diese Haltung brauchen wir. Weniger Eigennutz, mehr Gemeinwohl, weniger Demokratie als Lieferservice und mehr Demokratie als gemeinsame Aufgabe, das ist die Haltung, mit der wir durch den Winter kommen. Wir brauchen diesen gemeinsamen und diese aktive Bürgergesellschaft, aber auch über die akute Krise hinaus. Denn die große Transformation gelingt ja nur, wenn wir zusammen anpacken, wenn wir das klimaneutrale Baden-Württemberg als gemeinsame Mission begreifen, als großes gesamtgesellschaftliches Projekt. Das heißt aber eben auch, wir wischen Ängste natürlich nicht einfach vom Tisch und wir entscheiden nicht über die Köpfe der Leute hinweg. Wir müssen zuhören, wo es Sorgen und Kritik gibt, auf Bedenken mit Argumenten antworten und Brücken bauen, statt Gräben aufzureißen. Genau das tut meine Landesregierung mit der Unterstützung von lokalen Klimagesprächen und bürgerschaftlichen Klimaprojekten. Allein 100 in den letzten beiden Jahren mit beratenden Bürgerforen zu wichtigen Gesetzesentwürfen der Landesregierung ab dem kommenden Jahr. Und das ist eine echte demokratiepolitische Innovation. Und mit einer eigenen Servicestelle für Bürgerbeteiligung, die den Städten, Gemeinden und Behörden mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn sie Beteiligungsprojekte durchführen. Auch das erweist sich als höchst hilfreich. Und wir haben es am Beispiel Weilheim gesehen, wie fruchtbringend so etwas ist. Also das sind alles wichtige Schritte, denn die große Transformation können wir nur mit den Bürgern meistern und nicht gegen sie. Da geht es um Bürgerbeteiligung, es geht aber auch um Wertschätzung. Denn wer regionale Lebensmittel einkauft oder im Alltag Energie spart, wer sich eine Solaranlage aufs Dach schraubt oder mit dem Fahrrad zur Arbeit pendelt, wer sich eine Wärmepumpe einbaut oder seinen Verbrenner gegen ein E-Auto austauscht, und der leistet damit auch einen wichtigen Beitrag fürs Gemeinwohl. Und er ist Mitglied im Team Klimaneutrales Baden-Württemberg und damit eben auch ein wertvoller Teil der Transformation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Bürger heute nach vorne schauen, dann dominieren bei den meisten die Sorgen. Aber der größte Fehler, den wir machen könnten, wäre, uns von unseren Ängsten lähmen zu lassen. Und dafür gibt es keinen Grund. Deshalb möchte ich an dieser Stelle mal die Perspektive wechseln. Wie fällt wohl der Blick aus, wenn die Menschen in Baden-Württemberg in 20 Jahren auf heute zurückschauen? Ich wünsche mir, dass der Blick zurück wie folgt ausfällt. Wir sehen den Krisenwinter und die frühen 2020er Jahre als eine Phase, in der wir eine schwere Krise gemeinsam durchgestanden haben. Als wir die Transformation unter schwierigen Bedingungen mutig angegangen sind und so die Grundlage gelegt haben für einen neuen nachhaltigen Wohlstand, als wir durch konsequenten Klimaschutz unseren Beitrag geleistet haben, die globale Erhitzung zu begrenzen, als wir unser Land widerstandsfähiger gemacht haben und uns als Europäer selbst behauptet und die Idee von Demokratie und Menschenrechten verteidigt haben. Nun ist ja allen klar, ich bin Ministerpräsident, kein Prophet. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es so kommen wird. Aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können, wenn wir es nur wollen. Davon bin ich fest überzeugt, dass ein klimaneutrales Baden-Württemberg, in dem wir gut in Freiheit und Wohlstand zusammenleben, dass das möglich ist. Lassen Sie uns alles dafür tun. Herzlichen Dank.